Wie war das? Ich bin bipolar. Sagen Sie mir, wie Sie darauf kommen? Ich habe es gegoogelt. Sie haben es gegoogelt. Aber was ich weiß ist, dass ich ein kreativer Mensch bin. Und so eine Störung ist vollkommen normal für kreative Menschen wie mich. Das macht mich zu dem, was ich bin. Und ich komme damit klar. Klingt so, als seien Sie stolz drauf. Nein. Ich versuche nur zu verstehen, was in mir vorgeht. Haben Sie sich jemals zuvor in Ihrem Leben so gefühlt? Sicher hatte ich schon verschiedene Lebensphasen. Aber ich habe die nie so wahrgenommen wie jetzt. Würden Sie von sich aus sagen, dass Sie suizidgefährdet sind? Naja, jeder hat doch schon mal übers Sterben nachgedacht, oder? Aber ich will nicht sterben. In Ordnung. Ich bin also bipolar, stimmt's? Für eine genaue Diagnose ist es noch zu früh. Aber ich sehe Anzeichen für eine emotionale Instabilität. Obwohl man auch sagen muss, dass in Ihrem Leben gerade einiges los ist. Und manchmal drückt sich das in manischen und depressiven Phasen aus. Ich gebe Ihnen ein Rezept für ein Antipsychotikum. Damit müsste man die Stimmungsschwankungen in den Griff kriegen. Und wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Entschuldigung. Hi, ich bin Cheryl. Hi. Hi. Sorry, ich wollte euch nicht stören, aber als ich dich gesehen habe, musste ich dich einfach ansprechen. Ich bin Street Scout für eine Modelagentur und wir casten gerade neue Gesichter. Und du bist genau der Typ, den wir suchen. Ich? Ja. Das hat man dir bestimmt schon öfter gesagt, oder? Nein, nicht so direkt. Ich würde mich freuen, wenn du dich bei uns meldest. Dann machen wir ein Probeshooting. Okay. Okay, wir sehen uns. Nachname? Schäfer. Alter? 29. Und Sie arbeiten im Hotel, richtig? Richtig. Sagt Ihnen der Name Oliver Bach was? Ja, er ist ab und an ein Gast bei uns im Hotel. Und haben Sie privaten Kontakt zu ihm? Nein, wieso? Er hatte gestern Morgen einen Autounfall. Er. Also kennen Sie ihn privat? Nein. Und was ist das? Wir haben uns verliebt. Wann war das? Vor 1 Jahr ungefähr. Wir wollten zusammenziehen, eine Familie gründen. Aber dann ist sie schwanger geworden. Er will sich von seiner Frau trennen. Wollt. Er hat den Unfall nicht überlebt, Frau Schäfer. Wo waren Sie denn vorgestern Nacht? Bitte? Wo waren Sie vorgestern Nacht? Bei Katja Heger, meiner besten Freundin. Sie verdächtigen mich? Rache und Eifersucht sind ein starkes Motiv. Ich liebe ihn, da bringe ich ihn doch nicht um. Na, vielleicht sollte es ihn ja gar nicht treffen. Musste sie schwanger werden. Sie hat alles kaputt gemacht. Es sollte doch nur eine Warnung sein. Schön, dass du da bist. Hey, das ist meine beste Freundin Jule. Ist das okay, dass sie dabei ist? Ja, klar, kein Problem. Na, aufgeregt? Total. Das brauchst du nicht zu sagen. Ich stell dir mal unser Team vor. Das ist Jay, unser Fotograf. Der Beste. Übertreib mal nicht. Nimm mal die Haare mit nach oben, genau, dass du die Arme mit nach oben nimmst. Genau, ja. Ja, sehr gut. Du warst echt super. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht.
Ich denke, mein neuer Kunde wird sich sehr für die Fotos interessieren. Er sucht gerade ein Gesicht für seine aktuelle Kollektion. Kollektion? Kennt ihr das Label Style? Oh mein Gott, ich glaube, ich komme gleich um. Oh nein, bitte nicht, wir brauchen dich noch. Das hier finde ich besonders gut. Da habe ich ein echtes Talent an Land gezogen, hm? Was ist los? Findest du sie nicht gut? Doch, sie ist hübsch. Aber? Ich glaube, die Leute von Style, die suchen eher Mädchen, die ein bisschen natürlicher sind. Mit so einem gewissen Extra. Siehst du, das ist genau, was ich meine. Stimmt. Sie kommt echt ziemlich gut rüber. Ja, du hast recht. Das Mädchen ist wie gemacht für die Kampagne. Wieso verkleidest du dich? Ich bin allein. Irgendwann sind sie einfach nicht mehr wiedergekommen. Wieso denn? Weil ich krank geworden bin. Hast du morgen wieder Zeit? Dann könnten wir uns treffen. Ja, klar. Ab 10:30. Toll. Ich warte dann unten, okay? Ja. Günther, meine Eltern haben deinen Brief abgefangen. Es gab ein fürchterliches Donnerwetter. Deine Eltern? Wie sie sich aufspielen. Sie sind ja noch nicht mal deine Eltern.